Schöner Hund, schau, schöner Hund. Und schöne Bachsteine. Schöne. Das sind Pfefferminze. Denke ich. Und schönen Lupinen. Kerzenblumen wären das. Und schöner Bach. Schöner Löwenzahn und schöne Getreidespeicher, schöne Brücke und so, schöner Himmel, schöner Baum, Los Árboles, the tree and the wood, der Wald, la selva, selvatica, der Urwald, la selva virgen, der Tropenwald, der Regenwald, die Schönheit, verstehst du? In Südamerika. Luoma Potente, der prachtvolle Mensch. Und es gibt einen Psalm, König David ließ ihn aufzeichnen und besingen, der so lautet, der Psalm 1 ist das, der warme Potente, der prachtvolle Mann, wird sein Glück so ähnlich finden wie ein Baum, der in der Nähe der Wasserbäche angesiedelt ist. Er wird fruchtbar sein und gedeihen für immer da. Und der Böse, der entweder Blutbad siedet, selbst tut oder der das anstiftet, und derjenige, der es entweder tut oder anstiftet oder sich weidet daran und spottet und im Kreise der Spötter sitzt und ratschlos durch Meinheit, Rufmord und so weiter und durch falsches Zeugnislegen verbreitet, der wird untergehen. So steht das Idealbild, was sich König David vorstellt, was gut wäre. Aber die anderen Könige, die Präsidenten, die Ministerpräsidenten, die Premiers und so weiter wollen ja dasselbe wie König David. Also der Gute soll gedeihen und der Schlechte soll zurechtgewiesen werden. Aber es ist nicht leicht, weil wäre es leicht, dann hätten die schon lang geschafft gehabt. Etwa vor 2.000, 3.000 Jahren wäre die Welt dann schon perfekt, ein Paradies. Aber leider gibt es immer wieder Rückfälle. Und von Generation zu Generation muss neu daran gearbeitet werden, es wenigstens zu einem Teil zu realisieren, das Ideale, das sich bietet. So wie dieser Zug müsste einmal die Erde samt allen Geschöpfen durch den Kosmos rauschen und rotierend und andererseits wieder in Drehungen in Orbits um andere Sterne und Galaxien und alles müsste immer besser werden. Aber leider gewinnt manchmal den Eindruck, dass es manchmal immer schlechter wird. Und das nennt man Diskrepanz im Dilemma, aus systemtheoretischer Überlegung der Soziologie, der Anthropologie heraus und was sie sich für Forschungsding, der Kreationismus, der Evolutionismus, von Charles Darwin bis zur Götzendämmerung, die großen Philosophen, die Rechtsgelehrten, die Welt der Theologen, der priesterlichen Hoheiten, ja, der Äbte, der Kardinäle oder sogar des Heiligen Stuhles, seiner Heiligkeit, der Exzellenz, Benediktus und all seine Vorgänger haben darüber gesprochen, sie haben es studiert, sie haben selbst Exzerpte geschrieben und sie haben sich beraten im Rat der Weisen, der Heiligen, der Ahnenwelt, von 100.000 Millionen aus der Ahnenwelt kamen Sündern, was weiß ich, es gibt da viele, verstehst? Aber der Ratschluss allein, und das Wissen der großen Heiligkeiten ist noch zu wenig. Das Volk muss immer begleitend den Lebensmut äußern und realisieren. Verstehst? Tut es es nicht, dann wird die Welt immer weniger zum Paradies. Und das ist dann, genannt wird das von den Informatikern auch das Verhängnis im irischen Palazzo der Phänomenologie des Lichts. Lumen Gentium. Die Buchrollen aus dem Vatikan kann ich heute anempfehlen.
sie zu studieren, und zwar zur rechten Zeit. Es genügt, etwa sechstes Lebensjahr aufzuweisen, kann schon beginnen. Ave Maria und Vater Unser. Und das Wesentliche wäre damit bereits gesagt. Du sagst, sobald du dein Bewusstseinsgrad hast, dass du ein Mensch bist, danke Majestät Gottes, dass du mich als Mensch leben lässt jetzt. Es warten mich 7, 8, 9, 10 Jahrzehnte Lebenszeit und ich will sie glücklich verbringen. Schau, der Storch und der Reiher und alles schön, herrlich, majestätisch. Schau, schau, grazie, dir, majestät. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Das bringt Segen. Für jeden, der an mir vorüberschreitet, bringt es Segen. Verstehst? Das ist ein gutes Zeichen. Schau, schau, die Hummel auch noch dazu. Und ein Schmetterling, einen weißen. Eine weiße Flocke, schau. Weiße Flocke, danke, danke. Läuft mir direkt hinein. Und jetzt noch ein paar Schmetterlinge, bitte. Danke, hier, schau. Schnelllebig, volatil. Das Wasser, Spirito Santo. Die Vögel, Concerto Grosso, Glorioso, Maestoso, Maravilloso, La Gloria. Und heute spreche ich ein Gebet für Mozart. Amadeus, Wolfgang, Amadeus, Mozart. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel. Und auf Jahren. Unser tägliches Brot gibt uns heute, aber Wolfgang Amadeus Mozart soll für dich heute ein Concerto bereiten. Majestät Gottes und für die armen Sünder und für die Heiligen und für die, die du einladen willst, nach deiner Sehnsucht. O Majestät Gottes, bitte schätzet euch gelobt, dass ich euch einlade und euch einen Empfang unterstütze durch mein Wohlwollen. Feiert diesen Anlass. Ich bitte euch.